anderes Projekt. Ich bin verantwortlich für die Lichtführung und für das Framing, also die Bildgestaltung. Ich habe fast 80 Spielfilme gedreht in den letzten 30 Jahren. Der bekannteste ist wahrscheinlich Manta Manta vor vielen, vielen Jahren. Der, auf den ich am meisten stolz bin, der 9. Tag mit Volker Schlöndorff. Es ist ein Thema, das in weiten Kreisen der Gesellschaft, und zwar in allen sozialen Schichten, wirklich relevant ist, aber generell totgeschwiegen wird. Insofern finde ich es sehr wichtig, dass darüber mal in der Öffentlichkeit gesprochen wird.